Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir machen weiter, nicht indem wir die Karte öffnen, sondern indem wir eine optionale Nebenmission angehen, die sich hier befinden soll, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar... Da haben wir jetzt genügend Sparks, um die Röhre zu öffnen. Und es gibt jetzt, uns wird jetzt Zeit, einen sehr schweren Gegner zu besiegen. Da war schon allein schon der Riesengumba. Der war schon kein Pushover gewesen. Also bin ich jetzt gespannt, was hier auf mich zukommt. Winzige Tänzer. Besiege Riesenquetschinchen mit 20.000 HP. Okay. Oh yeah, thanks, Luigi. 20.000 HP sind definitiv eine Menge. Ich möchte mir kurz mal nochmal was anschauen. Wir sind immun gegen Rasereiangriffe. Mit einem Bewegungsradius, der sogar... Also manchmal, der kann ich, so wie ich das verstehe, der kann sich überall sich in dem ersten Radius, ich sehe ja zwei verschiedene Radiusteile. Beim ersten Radius kann er sich hinbewegen, beim zweiten Radius kann er sich hinklatschen. Damit ist er schon ja übel stark. Und der ist auch unempfindlich gegen Spritzer. Und er macht 1700 Schaden. Okay, der ist ein Brocken. Es ist ein Brocken. Also. Insbesondere, weil er nicht alleine ist. Weiß nicht, ob hier Gegner respawnen können. Ich denke auf jeden Fall hier hin. Mit dem Eisenblick. Damit sollte ich jetzt schon... eigentlich auch schon sehr guten Damage drücken. Wir haben ja auch 4000 HP. Was auch schon nicht übel ist. Leider auch Immunität gegen Eis. Ich mich auch eventuell nicht ganz so gut vorbereitet. Auch generell habe ich jetzt schon allein schon jetzt schon so viele taktische Fehler gemacht. Erstmal schon mal neu. Also. Ich glaube, ich möchte dich hier zuerst besiegt haben. Hoffe ich mal auf den Blick. Du kannst dich nirgends hin bewegen. Jetzt kommen wir dann zum Eisenblick. Ja, aber hier war auch noch hier so ein Trottel. Der auch hier leider da dieses... Ja. Aber ich glaube, aber der hat nicht tatsächlich keinen super großen Radius zum Glück. Ja, das ist ja...
Aber ich schaue mir da zweimal an Radius hat. Das war lost. Ich hab Angst, wenn ich hier Raserei mache, dass ich dann stuck bin. Okay, das bin ich nicht. Ich stachen sie schon gegenseitig an. Und das, was ich aber machen kann, ist. Ja, haben wir schon so ein paar Robo-Robo-Koopas zu spawnen, die dann schon mal. Die dann so als kleine Ablenkung schon mal gelten. Den sollte ich jetzt besiegen können. Ich möchte auch nämlich schon. Oh Gott. Ah, jetzt bin ich nicht mehr so confident, ob ich den tatsächlich besiegt kriege, weil. Ich unterschätzt habe, wie viel AP der hat. Oh Gott. Nein, sag nicht mehr, das sieht, dass da nur 43 übrig bleiben. Oh, scheiße. Okay, hoffen wir jetzt aufs Beste. Das hat definitiv gerade nicht so ganz funktioniert. Ich hätte ihn eingefroren, wobei der müsste eigentlich immun gegen Frost sein. Ich meine, da er relativ eingefroren ist, sollte ich nur recht wenig machen. Das Einzige, was ich ja machen kann, ist ja schon mal mit Luigi abzuhauen. Die wird zu viel Schaden einstecken. Ich muss ihr Schutz geben. Jetzt hau ab. Scheiße. Okay. Na, was ich hier machen kann. Die ganze Situation zumindest ein bisschen zu entschärfen. Das hier. Ich glaube, das ist das Beste, was ich hätte tun können in der Situation. Bin ich mal gespannt. Ob es sonst so tun lässt. Ich glaube generell, dass es sinnvoll ist, die
auszuschalten. Es macht aber so wenig Damage, weil ich halt keine guten Kombos setzen kann. Was spawnt denn da hinten? Wenn ich mal fragen darf. Kann ich hier noch mal heilen? Dann kann ich ja noch eventuell, wenn ich Glück hab, ist das schon ein HP. Das wird sogar ausreichen. Oder? Scheiße. Lerne ja auch nicht aus meinen Fehlern. Ich kann. Ja. Ja, das war nicht gut von mir gemacht. Ich jetzt auch ein bisschen an Damage, was geht. Interessant, dass sie jetzt Klaus in Ruhe gelassen haben. Rosa, komm mal her. Der Buffy geht an alle. Oh, ich merke was. Ich sollte wirklich mehr Fokus sehen, doch die Portale zu zerstören. Ich jetzt hier 600 Schaden mache. Wie viel Schaden machst du? Okay, von dir kann ich, ich sag mal 250. Also von dir warte ich dann 750 Schaden. Okay, dann sollte das dann einfach ausreichen. Okay, der Crit hat natürlich jetzt rein, hat jetzt natürlich gezogen. Was hast du für einen Radius? Ich bin jetzt einfach mal stumpf eigentlich davon ausgegangen, dass du jetzt Klaus anvisierst, aber
nicht mehr wirklich so sicher sein soll, da das bezweifle ich. Okay, dann kann ich nicht irgendwie Raserei machen. Kann ich euch nicht mit Raserei bedienen? Selbst mit Maximum, wobei mit Maximum Glück, wenn jetzt die Chance dreimal hittet, die 60% Chance, dann kann ich ihn tatsächlich besiegen. Alles wäre so ein Waste. Okay. Kann, schaffst du es so auf den Weg zu gehen, dass du jetzt nicht von dem Radius hier nicht durch? Ja, schaffst du, okay. Ja, ist ein bisschen waste, aber soll man machen. Und ich hätte sogar die drei Chancen gehittet. Das ist unfassbar. Keine neuen Gegner gespawnt. Das ist interessant. Was hast du für einen Bewegungsradius? Ich bin tatsächlich hier safe noch für eine Runde. Einmal das. Man bewegt sich schon immer als einer der letzten. Okay, da habe ich schon eine Idee. Ja. Ja. Ich bin jetzt hier auf eine nahe Entfernung, aber war gut. Ich bin überlegen, ob ich die Robocoupa sparen soll. Aber ich spare sie mir auf. Ja, okay, habe ich richtig kalkuliert. Damit habe ich jetzt falsch kalkuliert. Das spawnen jetzt zwei Gegner auf einmal. Das ist nicht sehr kollegial. Aber den einen, ich glaube, den kriege ich schon, dann kann ich schon ganz gut loswerden an der Stelle. Klaus. Mach das Portal weg. Dankeschön. An der Stelle. Schade, dass ich die Chance nicht gehittet habe. Aber mit Peach dann hier mal ein bisschen weg. Wenn ich hier hin. Okay, ich komme nicht in Produkt. Wahrscheinlich nehme ich dann halt nur den kleinen Damage. Warte ich das. Ich habe mich um alle Portale gekümmert. Ich habe sogar Klaus draußen und Schaden gemacht. Ach, Klaus kann sogar noch einmal Damage drücken. Das ist gut. Ich sehe mal zu, wie ich jetzt hier eine maximale Entfernung mit Luigi hinkriege.
Ach, schade, ich konnte nicht nochmal mit der Kugel hier entsprechend weit weggehen. Der macht aber hier die Turboladung und Eisenblick, dann sollte der jetzt auch nochmal ganz viel Damage kassieren. Wenn ich jetzt sogar noch mehr Damage ziehen können, hätte ich noch Bowser noch mit in Reichweite gebracht. Aber das habe ich ja jetzt erfolgreich verkackt. Uwa. Bei 3000 reingedrückt. Okay, was mache ich jetzt gegen dieses Portal? Bowser und Travel Peach, kriegt ihr dieses Portal hier platt? Kann ich das Portal? Eine kurze Frage, wenn ich jetzt hier Bot-Roll-Angriff mache. Probier jetzt einfach mal aus, weil ich denke, dass es funktionieren wird. Ja, es hat funktioniert. Deswegen kann ich jetzt hier noch mal eine Heilung spendieren für Luigi. Dann also nochmal für mein eigenes Verständnis. Ja, ich bin safe hier. Kassier mal ein bisschen. Okay, dann nächste Runde. Was war das denn? Ist die KI gerade lost? Kann ich hier mit derselben Logik jetzt hier Spritze aktiviere? Leider nicht. Kannst du das Ding? Ach, das ist Pokern. Safe runter. Ich bin so kurz vorm Sieg, da brauche ich nicht mehr zu pokern. Spielen wir ganz langsam und safe runter. Ich frage mich, warum die hier an der Treppe stuck sind. Oh, krieg doch mal einen Hit rein. Perfekt. Ich dachte, die würden jetzt aufs Portal gehen. Kein Problem, weil das Portal kriegt ja safe down. Und selbst wenn es alle drei brauchen. Ganz langsam und selbst unter Spielen. Ja.
Also, was ich mache ist, ich glaube, ich kann diese Runde besiegen. Oder was? Ja, ich glaube, ich kann diese Runde besiegen. Pass auf, eine Turboladung zuerst einmal. Dann will ich mich so weit wie möglich weg. Wobei doch, es ist schon ziemlich weit, okay. Ich mach einen Blick. Dann. Geh mal eine Ladung ab. Komm mal in eine Heilung rein. Es würde mich jetzt wundern, wenn du jetzt nicht drauf gehst. Also ernsthaft. Okay, der hat nur einen einzigen Damage-Tick bekommen. Okay, der hat also noch mehr 100. Come on. Come on. Film geht zu Ende. Hier nochmal, ja, du meinst nochmal hier extra resistent sein zu müssen für deine letzten AP, ist okay, deine Zeit ist abgelaufen. Okay. So wenig Erfahrungspunkte ist ja eine Enttäuschung. Also ich habe jetzt ein goldenes Prisma. Warum habe ich zwei goldene Prismas? Okay, das ist ja eigentlich ja relativ no-brainer, wo ich das ausgebe. Einen für Luigi. Und einen für Bowser. Aber ich merke, ich habe hier auch noch ein Level-Up nicht ausgegeben. Aber wie kann ich das jetzt am besten ausgeben? Lohnt es sich? Ich das hier zum Beispiel erstatte, dann habe ich zwei. Weil die brauchen alle drei. Oh, dass die das, was am attraktivsten ist, kostet sogar vier. Mein Slagerfrischer ist auch schon ziemlich stark. Okay, das Sparkgeschenk ist useless. Ich würde sagen, jetzt unabhängig davon hier mit diesen Abilities. Es ist halt. Also Chancen, da bin ich schon überlegen, ob ich nicht irgendwas reinskille, womit ich halt garantiert einen Vorteil habe. Weil an sich schwachen Reichweite mit Luigi einfach zu stark ist, um da Nein zu sagen. Aber ich glaube, hier kann ich schon mal mir Gedanken machen mit Heilungssprung HP, wenn ich jetzt hier mal die Skills rausnehme für kritische Trefferchance. Einfach 10% Heilung. Mit dem Sprung. Das heißt, sind die kritische Trefferchance dann halt auch schon sexy. Ja, ich glaube, ich habe schon generell mit Peach so viel Heilung, dass sie da die oberen 20% auch nicht mehr nötig hat.
Okay, was haben wir denn hier? Was ich freischalten kann, Waffen. Hier kann es sich ja ernsthaft sich lohnen, einfach mal ein bisschen die Waffenreichweite zurückzudrehen. Für einer von den. Ich habe sogar 6 Skillpunkte mit Bowser. Ach so. Jetzt habe ich aber nur noch 2. Ne, da muss ich. Oder würde ich jetzt hier. Wobei die kritische Treffer, den kritischen Treffstand, der gefällt mir schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber Cooldown überspringen ist schon sexy für Bowser, das. Kann ich aber auch an der Stelle nicht leugnen. Dann bin ich am Struggle, mir überlegen, wo ich überhaupt rein skille. Gerade aus dem Grund, weil ich eben nicht mir zu viele Gedanken machen will. Ich habe jetzt hier 2 Punkte, wie gebe ich die aus? Hier. Weil, ganz ehrlich, ich brauche ja keine Sparks zu wasten. Aber jetzt mir wirklich hochgradig Gedanken zu machen, also keine Prismen zu wechseln, weil mir jetzt auch hochgradig Gedanken machen, was ich mit den Prismen alles ausgehen soll, ist ja auch Schwachsinn für Charaktere, die ich nicht benutze. Darum wäre ich einfach hier diese komische Mittellösung, wo ich mir selber nicht sicher bin, wie sinnvoll sie ist. Okay, dann an der Stelle gehe ich zurück, dann zum Shop, gebe dann den einen Punkt aus und stelle fest, dass mir noch 2 fehlen. Das sind dann wahrscheinlich 2 von diesen versteckten Missionen. Wird dann auch mal nachschauen, wie dann so der generelle Stand ist. Der Fortschritt sind 96%. Leider kann ich hier oben nicht feststellen, wie, sagen wir mal, wie sich die 44% dann aufdröseln. Kann sein, dass es halt einmal die eine versteckte Mission ist, dann die zweite versteckte Mission und dann noch der fehlende Waffenskin, dass das die fehlenden 4% ausmachen. Davon gehe ich sogar aus, weil hier weiß ich ja genau, dass hier nur einmal die Röhrals-Mission fehlt und dann noch das entsprechende Item, was dann fehlt, wenn man dann halt entsprechend dann noch freischaltet. Aus dem Grund, wenn dann halt aus 2 Sachen, die fehlen, dann 3% sich wieder spielen, kann es ja sein, aus 3 Items, die fehlen, bei dann werden sich dann 4% wieder spielen. Daher glaube ich schon, dass ich da auf einem guten Weg bin und dann sonst auch im nächsten Part dann mit diesem Gebiet dann abschließen kann. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich verabschiede mich, aber ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt dir das?